Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 20. Oktober, Donnerstag, Tag der EZB. Und wir nahmen ja gestern schon den Euro gegenüber dem US-Dollar unter die Lupe. Und wir wollen uns heute hier dem Gegenlauf zuwenden, nämlich hier dem, ja, negativ korrelierendem US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken. Das heißt, beide Währungspaare, also Euro, US-Dollar und US-Dollar, Schweizer Franken, haben hier einen gegenläufigen Entwicklungsimpuls. Und somit überrascht es nicht, dass insbesondere der US-Dollar, Schweizer Franken hier seit Ende September, während der Oktobertage hier stark zulegte. Hier nochmal der kurze Vergleich zum Euro gegenüber dem US-Dollar, die auch hier nahezu gleich notieren. Heute wenig verändert. Sie sehen es hier 0,02 auf der Südseite beim Euro-US-Dollar oder 0,01 und US-Dollar, Schweizer Franken 0,02. Also so gut wie kaum verändert. Und hier das Bild vom Euro-US-Dollar. Wir hatten das gestern schon reichhaltig analysiert. Der kämpft hier gerade mit dieser Unterstützung um oder knapp unter 1,10. Das ist ein heißes Eisen und heute entscheidet sich im Zuge der EZB, welchen Impuls wir sehen werden. Das ist rein charttechnisch hier ein Unterstützungslevel, wo der Euro eigentlich anziehen könnte, eigentlich hier nach oben laufen könnte. Die Chancen dafür stehen mal nicht so schlecht. Die Frage wird eben sein, ob es passiert mit hoher Volatilität ab 13,45 Schrägstrich insbesondere 14,30 zur EZB-Pressekonferenz ist anzunehmen. In dem Kontext mal Füße stillhalten, ob da vorher überhaupt was passiert. Letztlich US-Dollar, Schweizer Franken heute im Fokus und den wollen wir uns jetzt eben auch mal näher angucken, denn wie gesagt, im Umkehrschluss dessen, dass Euro-US-Dollar abwertete, wertete der US-Dollar Schweizer Franken eben stark auf. Und an einem heutigen Tag wie dem Donnerstag haben wir beim US-Dollar Schweizer Franken auch, Sie sehen es hier in der Wochentagsstatistik, einen bullischen Tag rein technisch gesehen, wenngleich nicht der bullischste. Dies ist der Dienstag und Freitag interessanterweise. Aber rein von Schwäche her war der gestrige Tag auch einer, der tatsächlich schwach war. Und der Montag, der auch hier nicht stark daherkommen konnte. Aber unabhängig der Statistiken wollen wir auf das Chartbild schauen. Das ganz große Bild hier im Sinne des Schweizer Frankencrashs, gehen wir direkt mal in die Tage danach, ist eben hier genau die Sache der Parität, die Marke von 1,00. Die Parität bleibt eine Hürde auf der Oberseite und bleibt auch ein Ziellevel für den Fall, dass wir hier eine weitere Aufwertung sehen. In diesem Bereich aber knapp drüber, Sie sehen sie hier an den vergangenen entsprechenden Wochenkerzen hier vom Februar bzw. hier vom November des letzten Jahres. Ganz klar, dass hier immer wieder Umkehrkerzen erfolgten. Aber rein technisch gesehen hier die spannende Sache, ob eben hier ein Ausbruch jetzt erfolgt oder nicht. Das wird wie gesagt ein Stück weit von der EZB heute abhängen. Wir haben einerseits diese symmetrische Dreiecksformation unlängst verlassen, hier am 10., insbesondere mit dieser starken Kerze vom 11. Oktober, haben wir hier dieses Widerstandslevel um 0,9825 inklusive dieser Abwärtstrendlinie hier nach oben aufgebrochen. Weitere Performance schien und scheint möglich bis hin zur ja, Parität eben der Marke von 1,00. Letztlich war es aber hier eine Pattsituation in diesem symmetrischen Dreieck innerhalb dieser Range, die wir hier sahen. Und jetzt stellt sich eben die Frage, wie geht es jetzt weiter? Sie sehen, der Preis sitzt hier auf Tagesbasis schon an einer Trendlinie, die eben hier als Abwärtstrendlinie klar definierbar ist. Und diese rührt hierher seit den Hochs von November 2015. Sicher schräge Trendlinien, das wissen Sie, haben hier ein Stück weit schrägen Charakter. Also es ist jetzt nicht die große Verbindlichkeit, dass der Markt hier dreht, aber wir haben auch hier ein Widerstandslevel, ja, keine 50 Pips entfernt. Hier auf dieser Oberseite herrührend von den Hochs vom Mai, Schrägstrich hier Juli. Also hier scheint das Aufwärtspotenzial schon ein Stück weit geblockt. Faktisch aber, je nachdem, wie wir heute nach ja, 14:30, 15 Uhr, wie wir hier zum US-Opening oder zur Tageskerze letztlich aus dem Handel gehen, wird sich dann wahrscheinlich die Folgetendenz der nächsten Wochen entscheiden. Machen wir also hier ein neues Mehrwochenhoch und gehen hier über das Kerzenhoch der Kerze vom 18. Oktober, das waren 0,9914, gehen wir über dieses Niveau raus. Dann muss unterstellt werden, dass wir hier wohl eine weitere Performance auf der Oberseite sehen. Wäre kurzfristig allerdings nicht mein favorisiertes Szenario, könnte dann praktisch auch hier zu einem Test der Parität führen. Dann muss man weitersehen, was das Preisverhältnis tut. Ich zeichne das hier wohlbemerkt auch mit dem grauen Pfeil, weil wie gesagt, ist eigentlich nicht mein favorisiertes Szenario. Ich rechne eher mit einem Abprall, auch vor dem Hintergrund, dass wir heute hier ja, auch ein negatives Pattern der Fuzzy-Vektorlogik interessanterweise haben. Erscheinungstechnisch, ich zeige es Ihnen gleich mal.
Nochmal rüberziehen. So. Ja, wir haben in Anführungszeichen 134 Erscheinungen mit einer Trefferquote von 63,4%. Das ist okay. Bessere Werte sind natürlich über 70%, Schrägstrich noch 200-300 Wiederholungen. Aber rein technisch gesehen mit Blick auf die letzten Tage ist es so, dass hier heute eine Schwäche erwartet wird. Da sehen wir aktuell, wir kommen von den Hochs zurück. Das Tageshoch, das rein technische Tageshoch ist ohnehin schon überschritten, also insofern das Pattern schon ein Stück weit aufgeweicht, aber wir haben hier auf jeden Fall ein Stück weit negativen Bias seitens der FTSE-Vektorlogik und auch wenn wir weiter steigen sollten, hier vom Trendmomentum laufen wir langsam in eine Überhitzungsphase, die dafür spricht, dass der Markt eben umkehren könnte. Ja, wie gesagt, wenn wir hier nach oben aufdrehen, dann könnte es durchaus zu einem Spike in Richtung Parität kommen, vielleicht ein paar Dips immer drüber, dann rechne ich aber eher doch, dass der Markt nach unten kippt. Saisonal betrachtet ist es recht zäh bis Ende November, bevor wir dann hier unter saisonalen Gesichtspunkten einen größeren Downside-Move bekommen. Grundsätzlich, wenn es eben heute dazu kommt, dass Euro-US-Dollar sich erholt, im Kontext dessen US-Dollar-Schweizer Franken schwächer wird, was wie gesagt technisch mein favorisiertes Szenario wäre, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier zunächst, deswegen auch hier die blaue Variante, nochmal in Richtung 0,9825 abdriften, Schrägstrich hier diese Aufwärtstrendlinie nochmal ins Visier nehmen. Also diese größere Trendlinie, wo wir gerade notieren, sozusagen bestätigen und das Währungspaar nach unten hin abprallt. Das wäre sozusagen die kurzfristige Einschätzung zum US-Dollar-Schweizer Franken, den ich, wie gesagt, jetzt hier kurzfristig bärisch sehe, auch wegen der FTSE-Vektorlogik, auch wegen der technischen Situation, dass nach diesem starken Momentum-Move hier so ein Stück weit die Kraft gerade fehlt. Das ist aber, ja, kann man auch in ein Rechteck direkt packen, eben jetzt hier der Tatsache geschuldet, dass alles darauf wartet, was die EZB denn heute dann sozusagen vom Stapel lässt. Man muss sehen, wie hier diese Zone sozusagen verlassen wird und anhand derer oder dessen Ausbruch kann man dann hier viel mehr festlegen, wohin die weitere Reise geht. Da ich mich jetzt diesmal festlege, favorisiere ich gen Süden. Gehen wir aber allerdings auf ein neues Wochenhoch raus, dann ist die Parität sicher eines der nächsten Ziele. Ansonsten eher, wie gesagt, die Südseite bevorzugt. Gut, liebe Zuschauer, warten wir mal ab, was passiert. 13,45-14,30 wird, wie gesagt, nicht nur Euro-US-Dollar beeinflussen, sondern eben auch alle anderen Währungspaare, insbesondere US-Dollar-Schweizer Franken. Und insofern danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Aufmerksamkeit. Und morgen gibt es ja auch ein Education-Webinar hier bei uns wieder bei JFD in Sachen Heike-Naschi-Kerzen und mögliche Trading-Setups. Schauen Sie dazu auf unsere Website. Hier, ich zeige es Ihnen mal relativ schmerzfrei, wo zu finden, falls Sie es noch nicht wissen. Wir haben hier einmal eine Eventseite und einmal eine Webinarseite, wo man praktisch hier einerseits Events, das sind auch dann Seminare und dergleichen wie WOT in Kürze, aber hier auch die Webinare insbesondere natürlich für Sie interessant, wenn Sie sich hier ja, informieren wollen über vielerlei Themen wie Add-ons, Trading-Strategien oder dergleichen. Gut, dann sage ich danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer, nochmals und würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören, spätestens morgen zum Devisenradar. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.